Jetzt werden wir mal kurz politisch. Was ist beispielsweise so ein Putin für einen Typ? Oh, ich habe mir seinen Chart angeguckt. Aha. Er ist ein Manifestor. Oh, nur das ist, Manifestoren sind eigentlich energetisch so die alten Könige und Zaren und hohen Priester sozusagen aus der Welt, die gesagt haben, okay, wir ziehen in den Krieg. Okay, das ist ja genau das, was er macht. Und ich mir das Chart angeguckt habe, ja, okay, der ist Manifestor, der pusht jetzt, der informiert und der droht und der macht sein Ding. Und ich habe auch so tiefere Schichten seines Designs mir angeguckt, weil ich habe es auch bei Obama geguckt und bei Merkel und bei Trump, bei allen. Es ist für mich so, die Sind die Welt ist alle eine ähnlich? Labor. Ah, die sind alle unterschiedlich. Meine Welt ist so ein bisschen so meine Laborratte. Ich liebe es einfach, Menschen zu beobachten. Aber die sind sehr unterschiedlich. Es sind unterschiedliche Typen. Alles. Also Merkel und Obama sind Projektoren. Der Trump ist MG, wir beide. Und der Putin ist der Manifestor. Und das ist so. Ich mache mein Ding, ob es dir passt oder nicht. Und ich meine, das dürfen sie auch machen, aber das hat natürlich eine globale Auswirkung jetzt. Und ich habe mir auch die tieferen Schichten seines Designs angeguckt. Man kann im Grunde sehen, wo haben Menschen mehr so evolutionsbedingt die Aspekte der Vergangenheit in sich, im Körper, im Gehirn, in der Psyche. Und wo haben Menschen eher zukunftsorientierte Aspekte, wo es mehr in Akzeptanz, in gemeinsam und eben nicht pushen, nicht strategisch sein. Und Putin hat regelrecht alle Aspekte davon, die nennt man Variablen, die in die Vergangenheit, also wirklich er ist so Repräsentant von auf der Human Design Ebene des alten Kings, der einfach bestimmt, und er hat ja sowas Königartiges in Russland, und er hat diese Variablen, wo, okay, wir müssen strategisch jetzt vorgehen und wir müssen jetzt wieder mehr Ressourcen haben, mehr Land haben, wir müssen, das ist im Grunde Vergangenheit der Menschheit. Wir haben schon den kompletten Planeten ja erforscht. Es gibt im Grunde keine Insel mehr, die man nicht erforscht hat und die zu irgendjemandem gehört. Das war so die alte Propaganda von früher, wir müssen uns ausweiten und die Könige haben gesagt, okay, uns geht diesen Weg und wir werden jetzt Krieg führen. Die Generatoren waren ihre Sklaven, ja, die Manifestoren waren, die haben auch so eine Aura, die können Menschen machen lassen, ob die es wollen oder nicht. Die haben wirklich so Power über andere Menschen energetisch. Das spürt man. Und das heißt, er macht genau dieses Ding und wir waren früher die Sklaven und die Soldaten, was auch immer, und haben einfach diesen ganzen Mist gemacht mit den ganzen Kriegen, um die ganze Welt zu erobern. Aber die Welt ist schon erobert. Und er ist im Grunde so auf der Human Design Ebene, dieses Überbleibsel der alten Zeit. Ja, und Krieg und strategisch und wir machen jetzt das und dann das und dann das und dann das. Egal, welche Konsequenzen es hat. Passt auf eine Ebene zu seinem Design. Perfekt, ja. Ja. Wo ist seine Schwachstelle? Er lebt in der Oh. Vergangenheit, oder? Das ist nicht unbedingt eine Schwachstelle. Ich meine, er lebt nicht nach Strategieneutralität. Er weiß wahrscheinlich nicht, dass er ein Manifestor ist. Er weiß vielleicht nicht, dass er auf seinen, der ist ein Milz-Manifestor, ist ein sehr intuitiver Mensch, wenn er korrekt lebt. Ja. Aber seine Achillessehnen sind sich beweisen, da hat ein Thema mit Selbstwert. Das heißt, entweder ist man eher so, oh, ich habe keinen Wert, oder ich bin bombastisch und ich bin der King und ich bin der Beste und ihr müsst mir alle folgen. So die eine Achillessehne. Und da die andere, er weiß nicht, wer er ist. Und dadurch hat er ein Thema mit Selbstwert und möchte sich beweisen. Und das heißt, durch eine falsche Identität kann er glauben, das bin ich und ich bin dies und jetzt beweise ich euch, wer ich bin und ihr müsst alle sputen. Und er guckt auch zu viel. Er ist, was ich gesagt habe, meine Achillessehne, wir haben das, ich habe das mit ihm gemein, also auf der Grafikebene, im Außen nach Antworten suchen, um sicher zu sein, was man tut und wer man ist. Und das macht ihn sehr abhängig und sehr manipulierbar. Sehr manipulierbar von außen. Und er ist entweder zu lieb und zu nett oder überkonfrontativ und ist ständig in der Attacke, ständig in der Aggression, ständig in, okay. Statt der eine Schatten wäre, okay, ich sage nie jemand irgendwas und ich verstecke mich unterm Tisch, übertrieben gesagt, nein, alles gut, sei nur nicht sauer. Oh, weggehen. Ja? Und das andere ist immer im Grunde aggressiv sein und immer im Grunde Menschen konfrontieren und unnötig konfrontieren. Aber er macht das ja alles aus dem Schatten, aus dem Mind. Das heißt, da ist wirklich viel Verwirrung. Der ist sehr offen. Es gibt Designs, so deins und meins, die sind sehr fix. Wir haben sehr viel Definition. Das macht uns auf einer Ebene stabiler, aber auch limitierter, was beides wunderschön ist. Und sein Design ist mehr offen. Das heißt, er ist eigentlich mehr flexibler, mehr und dadurch mehr, aber auch beeinflussbar. Und es ist egal, auf welchem Planeten, metaphorisch gesprochen, die Person, die etwas ausführt, ist nie die einzige Person, die das bestimmt hat. Und das heißt,
bei seinem Design, das so offen ist, da ist viel Einfluss. Viel Einfluss. Politisch. Ja, mega spannend.